Hey ho und willkommen zu einem weiteren Borderlands 3 Schwarzmarkt Positionsvideo. Wir befinden uns in der 174. Woche des Schwarzmarktes, beziehungsweise in der Woche vom 1.8. bis zum 8.8. Der Planet, auf dem wir uns befinden, ist Pandora. Die Zone ist Devil's Razor. Wir müssen auch überhaupt nicht lang. Wir müssen hier vorne zum Schuppen. Ich zeige euch natürlich trotzdem einmal den Weg und rede währenddessen darüber, was es diese Woche so Schönes gibt. Beziehungsweise ich komme, glaube ich, gar nicht dazu, wirklich darüber zu reden, was es diese Woche so Schönes gibt. So, guck mal, von hier sehen wir schon den Automaten und können auch direkt reingucken und dann sage ich euch da einfach direkt, was es gibt. Der Weg ist also super schnell. Leider ist die Woche, die wir haben für den schnellen Weg, gar nicht mal so geil. Nightflyer, relativ coole Waffe, relativ schlechter Schaden, meiner Meinung nach. Backburner, gut, ist ein Raketenwerfer. Raketenwerfer hitten immer ein bisschen stärker, hat auch verschiedene elementare Effekte, kommt dementsprechend ein bisschen gefährlicher daher. Und als letztes haben wir ein Schild, und zwar den Rectifier. Und naja, Schilde im Spiel sind einfach nicht so meins. Also muss ich leider sagen, der Weg diese Woche ist wirklich geil. Also legit, ihr habt ja gesehen, ich bin, musste, kann ich die Spawn Station sehen? Irgendwo da ist die Spawn Station, glaube ich. Egal. Also der Weg 10 von 10, die Woche leider nicht so. Denkt allerdings bitte dran, wenn ihr am Automaten wart, beziehungsweise mit dem Automaten interagiert habt, dann die Zone beziehungsweise das Spiel verlässt, verschwindet der Automat für ungefähr eine halbe Stunde. In dieser halben Stunde, keine Ahnung, legt euch Eiswürfel ins Fach, es ist hier einfach viel, gottlos viel zu warm. Oder ihr farmt halt einfach für Geld, um Neues am Automaten kaufen zu können. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir sind auf Pandora, wir sind auf der Zone Devil's Razor. Hoppala, der Ping war nicht ganz akkurat. Hier ist die Scheune, wir haben es auf jeden Fall absolut nicht weit von Ronans Grab. Lohnt sich zumindest auf jeden Fall mal vorbeizugucken. Was ihr mit den Waffen macht, ist euch überlassen. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich bedanke mich natürlich vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!